So Leute, Karl IV., König von Böhmen und hier vom Heiligen Römischen Reich, war halt über der krasse Babo, hat krass geherrscht, war ein Guter. Hat aus Prag aus regiert und hatte gute Zeit. Irgendwann ist er aber abgekackt. War eine miese Feier, sag ich euch, waren ganz viele Leute da und war kacke für alle Beteiligten. Ja? Irgendwie 7000 Leute haben da mit ihm die letzte Ehre geschmissen, danach wurde gesoffen. So, Thronerbe wurde Karls Sohn Wenzel IV. Der wurde lange darauf vorbereitet, aber war halt mega kacke in dem Job. Ja, der hat nur rumgehurt und ein bisschen die Puppen gepennt und gesoffen wie ein Loch und hast nicht gesehen. Kackkönig, volle Kanne, war eine Scheiße. War richtig kacke für das Land. Der war so unzuverlässig, so ein Vollidiot, dass er nicht mehr zu seiner eigenen verschissenen Krönung gekommen ist, ja. Was willst du da machen mit so einem Herrscher? Naja, und die ganzen Gräfe und Herzöge und hast du nicht gesehen, sind dann zu seinem Bruder gegangen, hier König von Ungarn, der Sigismund, nicht Fabian, ein anderer, und haben gesagt, Junge, Alter, der ist scheiße, Mann, was sollen wir machen? Und der war halt ein bisschen krasser drauf, ja, der Sigismund von Ungarn da, der hat gesagt, Leute, Alter, ich habe einen perfekten Plan. Wir moschen die komplett weg und entführen den König da beim Rumhuren oder so. So, und wir zwingen den einfach abzudanken. Ja, und dann war das ganze Reich natürlich mega, war voll im Arsch so, keiner wusste, was Sache ist. Und dann ist er einmarschiert und hat das halt übel ausgenutzt. Fiel mit einer fetten Streitmacht in Böhmen ein und so weiter, die ganzen Ländereien und hat die alle weggemacht. So, und hier fängt jetzt unsere Story an, Leute. Hey, 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 siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ich ging zum Reigen. Was ist Reigen? Mit Bianca. Nein. Nein. Bogenschießen? Ach Gott. Oh. Schauen wir uns die Mittelalterwelt hier mal an. Ist das geil? Guck mal hier, Türmchen. So, was haben wir hier? Ein Bauer. Schönen guten Tag. Der Herr. Schöner Ziegenbart hier. Alter Junge, schipp mich nicht mit deinem Stroh voll. Ja. Arschloch. Kommt rasch her. Alarm? Kommt rasch her! Alarm! Ich hau dir auf die Fresse, Junge, ich bin euch fertig! Oh nein! Oh nein! Ist er hinter mir? Verstecken. Oh, da ist er. Nicht weit sein. Alter! Nein! Ah! Er haut mich! Junge, du kannst doch nicht einfach mit einem Hackebeil auf mich eindreschen, nur weil ich so einen Heuschbacko in die Fresse hau. Gurken an. Ja, Gurken. Okay, aufgeben. Geh. Ich habe Meldungen gehört, dass du Schlägereien provozierst. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Das zu bereinigen, musst du einiges hinnehmen. Das ist zu viel. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Ja, fängt ja gut an. Ach du Scheiße. Rüdiger! Der stehlen? What? Ich will meinen Anwalt! Oh lol, was? Es brennt? What? Nur weil ich den geschlagen hab? Ja. Ja, da sind wir wieder. Ah. Guck mal, das ist hier doch Fadi, oder? Ich brauche deine. Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Genau. Ich kenne das schon, keine Bange. Holy shit, das ist Rüdiger! Du hast mich in den Kerker gesteckt! Da bin ich verbrannt! Alter, er sieht halt aus, ne?
Der hat halt gar keinen Bock auf sein Leben, ey. You so fucking precious when you smile. Geiler Typ. Dir verzeih ich. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Es ist auch gar nicht so schlecht. Es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Ja gut, dann schmeißen wir jetzt das Haus mit Scheiße zu, oder was? Alter, er knetet die Kacke auch noch. Wie er so hochschaut. Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Junge, ich bin 10 Minuten in-game und wirf Kacke an der Hauswand! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Hey, Hans! Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Mit Gesicht, du. Die Fresse einer reinballern, komm! Alter, er blockt. Woher, Alter? Blutest du schon? Bam! Wie schön in den Nacken. Er ist übel am Bluten, Alter. Komm, ich hau dir auf die Fresse. Was? Die machen da auf die Fliege. Wo seid ihr alle hin, Leute? Huch! Wollt ihr Ärger? Der Deutsche hat den König beleidigt. Deshalb, also. Der Deutsche ist kein übler Kerl, aber er sollte aufhören, Unsinn über Sigismund zu erzählen. Also ist's dir egal, dass wir... Glotz nicht wie ein Dämlack. Ich spreche mit deinem Vater und kläre das irgendwie. Alter, du bist ein Heuchler. Jetzt hau ab, bevor Doppelmoral. Ich meine Meinung ändere. Ja. Jetzt chillt er sich dahin. Das ist so einer, der ist um... Punkt 6 in der Kneipe und zieht sich übel die Biere rein. Ne, Rüdiger? Was ist los, Junge? Musst du kacken? Pass du mal lieber auf, dass du keine Kacke in den Nacken kriegst, Junge. Kann ich eigentlich so einen Huhn boxen? Was? Und das Spiel ist gecrashed. Ich hab einen Huhn mit einem Hieb komplett nackig gemacht, wortwörtlich. Und das war so heftig, dass das Spiel abstürzt. Da muss ich aber mal eben... den machen. Kunesh! Schuld ist mein Papi Geld! Was willst denn du? Vater meinte, er würde dir die Nägel in deinen haarigen Arsch hämmern. Du Hurensohn! Alter, der greift mich. Du bist tot! Au, weia! Junge! Oh shit. Geschieht dir recht, du Lümmel. So, dem Deutschen haben wir es gezeigt. Jetzt ist der Nächste dran. Kune schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es wie er das so sagt, Alter, komplett zugeballert. Er will nicht zahlen. Na dann los. Oh. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Fotze! Jo. Mir! So, Junge. Genug! Genug! Ich geb auf. Nimm, was du willst. Fotze. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Schloss knacken. Nee, aufschließen. Ah! Kunesh Hammer. Kunesh Nägel. Schön. Ja, sehr gut. Dann Kohle, Junge. Handeln. Holzkohle. 10. Falschen. X. Lässt sich was am Preis machen? Ja, warum nicht? So, warte mal. Ist das genug? Das ist zu viel. Ja, dann näher ich mich mal an. Wie wär's damit? Nicht schlecht. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. So, habe ich jetzt die Kohle? Sehr gut. Jetzt muss ich zur Bianca, oder? Schön, dass du da bist. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Die Antwort ist einfach. Bier. Was sollte ein Dorflümmel auch sonst wollen? Jawohl. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Das werde ich. Was sollen hier die ganze Zeit diese sexuellen Anspielungen, hä? Seid ihr untervögelt alle oder was? Außerdem, wie ist es mit Verhütung im Mittelalter, hä? Wurde auch Zeit. Ja, gut. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur?
Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Oh, was? Gut, jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Hol die Nägel für Theresa. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's, Bianca? Gut. Wie auch immer. Ich will dich nicht aufhalten. Hä? Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wie nur der Vater so dazukommt. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Jetzt haut er ihm das Bein ab. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Jo, ruhig bleiben. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Er sieht ein bisschen böse aus irgendwie. Ich glaube, der wird noch Unheil bringen. Ja! Oh, es beginnt das Unheil. Ein Bote. Schlechte Kunde. In Eile. Ist was passiert? Auweia, die Orks. Oh. Oh. Wir können doch drüber. Der Siegesmund. Er ist da. Oh nee, Alter. Oh nee, Alter. Du bleibst stehen, Alter, während die Pfeile runterkommen. Bleib einfach stehen. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Ich meine. Ethan hat sich das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Oh lol. Yo! Money! Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Er will sein Papa. Wo ist der Heuballentyp, Mann? Ich werde ihn verlieren. Der macht den lang. Okay, der hat ein paar Moves drauf, Junge, Alter. Wollen Sie das richtige Ritter, wie es aussieht, ne? Richtig fairer Kampf, Alter.